Diese Bauern sind sehr wütend. In Frankreich entlädt sich der Zorn der Landwirte derzeit mit Aktionen wie dieser vor der Regionalverwaltung des Departements Var im Süden des Landes. Anderswo besetzen sie mit ihren Traktoren Autobahnen und legen den Verkehr lahm. Ähnlich wie in Deutschland fühlen sich die Bauern durch ihrer Meinung nach zu hohe Umweltauflagen gegängelt und durch zu niedrige Preise für ihre Erzeugnisse unter Druck gesetzt. Die Vereinigung junger Landwirte droht gar damit, die Hauptstadt Paris komplett zu blockieren. Die Hauptstadt muss eines unserer letzten Mittel sein. Alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch, alles ist vorstellbar. Die vor gut einer Woche im Südwesten begonnenen Proteste haben sich inzwischen landesweit ausgeweitet. Am Mittwochabend wurde eine lange Liste von Forderungen vorgelegt, die nach Einschätzung der Bauern hunderte Millionen Euro ausmachen. Ein Thema ist wie in Deutschland der Preis für Agrardiesel. Für Unmut sorgt auch das europäische Klimaschutzpaket, der Green Deal, nach dem Landwirte Pflanzenschutz und Düngemittel massiv reduzieren sollen. Diese Bäuerin arbeitet bereits ökologisch. Sie protestiert dennoch. Ja, es gibt viel Kritik an den Umweltauflagen, aber gleichzeitig versuchen wir im Biolandbau, es besser zu machen. Aber wir werden nicht gehört und der Biomarkt ist auf einem Tiefpunkt. Wann wird man uns unterstützen? Man will, dass alles immer grüner wird, aber irgendwann weiß ich nicht, was wir noch besser machen können und unterstützt wird Bio nicht. Frankreichs Premierminister Gabriel Attal will den aufgebrachten Bäuerinnen und Bauern entgegenkommen und mit ihnen über den Abbau der Bürokratie in der Landwirtschaft sprechen.